den Pool angeschlossen, Gebläsekonvektoren und Fußbodenheizung. Alles über ein und dieselbe Wärmepumpe. Dazu noch eine Lüftungsanlage, beides von Howal. Hier in diesem Haus in Ulrichsberg im Mühlviertel ist eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie stark die Haus- und Gebäudeautomation von Luxon zusammen mit Howal arbeiten kann. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ja, Alex, vielleicht nochmal zum Einstieg. Was haben wir hier überhaupt für Howal-Geräte in dem Gebäude im Einsatz? Wir haben hier auf der rechten Seite unsere Bellaria Pro Compact mit einem 100 Liter Pufferspeicher sowie einem 300 Liter Warmwasserspeicher mit einer Leistung von 8 kW. Und auf der linken Seite unser Homeband-Lüftungsgerät, das im Prinzip die Raumluft und die Raumfeuchte in dem Gebäude regelt. Jetzt sind sowohl die Wärmepumpe als auch die Lüftung über Luxon automatisiert. Luxon hat ja eine recht starke Kooperation inzwischen mit Howal. An alle, die es vielleicht verpasst haben, gibt es auch ein ganz interessantes Webinar auf unserem YouTube-Kanal zum Nachschauen. Was sind jetzt die Vorteile von dieser Kombination Howal und Luxon in der Haus- und Gebäudeautomation? Wenn wir mit der Lüftung beginnen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier Anwesen- und Abwesenheits geregelt sind von der Luftfeuchtigkeit, genauso wie die Modulation des Lüftungsgerätes selbst. Bei der Wärmepumpe haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier zum Teil eine Einzelraumregelung haben, wo wir nur die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe generieren und genauso auch die Photovoltaikanlage, wo wir im Prinzip, sobald Überschuss da ist, Warmwasser produzieren oder wenn der Spotpreis bei Avatar passt, über den Stromanbieter. Und wir schauen jetzt rüber zum Andi, das ist der Hausbesitzer, und wollen von ihm mal wissen, natürlich, wie lebt es sich jetzt in so einem Gebäude, wo er eigentlich bei der Heizung und bei der Lüftung gar nichts mehr selber machen muss. Ja, Andi, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, du hast das Maximum aus deiner Heiz- und Kühlanlage hier rausgeholt. Vielleicht erklärst du uns einfach mal ganz kurz, was du alles umgesetzt hast aus den Bereichen Heizen, Kühlen, Lüften. Ja, sehr gerne. Also bei der Heizung, Kühlung und Lüftung haben wir uns eben bewusst für die Howal Bellaria Pro Wärmepumpe entschieden. Wir haben damit die Fußbodenheizung ganz normal mit zum Teil Einzelraumregelung realisiert. Was uns besonders wichtig war bei der Wärmepumpe, eben mit dem zweiten Heiz- und Kühlkreis, ist es möglich, den Pool zu beheizen in der Übergangszeit. Das war uns wichtig, weil wir keine eigene Wärmepumpe für den Pool haben wollten, sondern uns gedacht haben, dass in der Übergangszeit die Hausheizung sowieso nicht verwendet wird. Von dem her war es eigentlich wichtig zu sagen, dass man die Energie dann für die Poolheizung verwendet. Und genau auf dem gleichen Heizkühlkreis hängen eben diese Gebläsekonvektoren, die man hier vorne sieht. Die werden auch im Sommer, wenn es wirklich warm ist, zur Kühlung des Raumes verwendet. Da gibt es einen hier im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Des Weiteren eben, wie gesagt, die ganz normale Fußbodenheizung und mit der Wohnraumlüftung. Die ist eben im Komplettpaket mit Howal dann eben gekommen. Da haben wir eben drin die Feuchterückgewinnung, die Abwesenheitsmodulation und eben, wie gesagt, eine super Regelung von der Luftqualität im Wohninnenraum. Wie habt ihr das Ganze an das Luxon-System angebunden? Ich vermute über Modbus. Genau, wir haben das in enger Abstimmung mit den Luxon-Partnern. Mit meinem Luxon-Partner haben wir das über die Modbus-RTU-Schnittstelle konventionell angebunden. Da gibt es auch in der Luxon-Library super Templates von Howal, die man sich eben runterladen kann. Das gilt sowohl für die Wärmepumpe als auch für die Lüftungsanlage. Mit den verschiedenen Datenpunkten war das überhaupt kein Problem. Wir können eben somit weit über 50 Werte im Prinzip auslesen. Musst du eigentlich überhaupt irgendwas jetzt noch selber machen im Alltag? Im Prinzip vom Heizen, Kühlen so gut wie gar nichts, genau. Das Einzige, das ich selber noch steuern möchte, ist eben die Poolheizung, weil es eben Tage gibt, wo eben bei der windigen Lage hier in dem schönen Ulrichsberg relativ nicht förderlich ist, wenn der Pool eben tagsüber beheizt wird und in der Nacht wieder auskühlt. Ja. Das ist das Einzige, was ich selber nur steuern will. Ansonsten über die Regelung von Luxon läuft die Wärmepumpe völlig problemlos im 24-Stunden-Betrieb im Winter eigentlich durch. Du hast es jetzt eben schon angesprochen, Thema Winter. Wir sprechen ja oft darüber, eine neue Heizung ist energiesparend. Wenn ich es mit der PV-Anlage in eine Wärmepumpe koppel und so weiter, dann kann ich das Ganze schön energiesparend betreiben.
Du hast die Statistiken aktiviert, Gott sei Dank. Und wir haben uns jetzt mal einen Tag, gehen wir mal kurz rüber hier zum Tablet, einen Tag im Winter rausgesucht, wo wir mal direkt sozusagen einen kleinen Live-Einblick machen, wie an dem Tag der Energieverbrauch war. Schauen wir es uns kurz an. Genau, also das ist jetzt eine Statistik von der Heizung selber. Und man sieht hier ganz gut, die Heizung, die startet irgendwann früh morgens, wenn der Wärmebedarf da ist, läuft dann im Prinzip im Winter mit knapp 800 Watt pro Stunde eben durch. Also es ist ein sehr, sehr geringer Energieverbrauch. Und man sieht hier den Peak auch, die Warmwasserproduktion wird eben in Zeiten verlagert, wo wir wirklich einen PV-Überschuss haben oder in dem Fall, wie es wahrscheinlich in dem Fall war, der Spotpreis-Optimizer über Avatar dann eben einen günstigen Preis, vielleicht sogar einen Minuspreis eben ausgibt und wir die Warmwasserproduktion genau in die Zeiten verlegen und die Heizung läuft nachher wieder ganz normal im Normalbetrieb eben dauerhaft durch. Also das Haus ist grundsätzlich jetzt mal knapp 2 Jahre alt und wie schon vorher erwähnt, war Loxon eben standardmäßig in meinem Kopf quasi vorhanden, dass das eingebaut werden muss. Und Energiemanagement ist im Prinzip in der heutigen Zeit eines der wichtigsten Themen überhaupt. Zumindest war es für mich das. Und ich habe den Energieflussmonitor auch so im Prinzip mir auf die Startseite gelegt, dass man immer schön sehen kann, was gerade verbraucht wird. Weiters ist auf der Startseite noch der Spotpreis-Optimizer, wo man immer schön eben den aktuellen Stundenpreis sieht. Den habe ich mir in dem Fall hinterlegt, sogar als Bruttopreis. Dass man wirklich den tatsächlichen Verbrauch eben, wie der wirklich dann auf der Stromrechnung abgerechnet wird, ersichtlich ist. Andi, ich sage vielen, vielen Dank, dass du uns reingeholt hast hier in deine vier Wände und wünsche weiterhin viel Spaß mit dem Loxon-System und natürlich auch mit Hoval. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal. Mehr Infos rund um Loxon und Hoval finden Sie entweder in dem Webinar auf unserem YouTube-Kanal oder auf loxon.com. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.